Moin und herzlich willkommen zu X4. So, was machen wir heute? Ja, wir hatten die Schiffe zur Reparatur geschickt, beziehungsweise das Schiff zur Reparatur geschickt. Andere Schiffe hatten wir losgeschickt, sich umzurüsten. Oder auch Personal wieder aufzustocken. Und ich glaube, das können wir tatsächlich mit dem Schiff hier auch machen. Ich weiß gar nicht, was es sonst für einen Befehl hat. Gar keinen, ne? Nö. Gut, würde ich sagen, kann das Schiff auch einmal Personal aufstocken. Weil da schon die anderen beiden Schiffe hinfliegen. Okay, da geht's nicht. Und zwar dürften uns Rekruten fehlen. Ist das nicht der? Okay, die habe ich schon alle verkauft. Na gut. Nein, habe ich nicht. So, dann los. Das Ding hier muss erstmal noch die Antriebe reparieren. Weil ich das natürlich auch übernehmen könnte, ne? Wir machen das mal eben. Beziehungsweise erstmal gehen wir auf die Brücke. Okay, das ist vielleicht die Brücke wie bei dem. Raus. Oh, was hinten? Hier ist hinten. Kyushu. Treffen. Schildgenerator. Ich bin geschoppt. Schiffen aber deutlich leichter. Okay, hier treffen wir was. Kyushu. Gucken, ob das was bringt. Würden Antrieb nicht repariert.
Schildgenerator. Geschützturm. Schildgenerator. Geschützturm. Schildgenerator. Na gut, dann helfen wir wohl auch erstmal bei den anderen Sachen mit. Geschützturm. Na, da geht's zur Schiffe, aber wirklich nicht. Ich. Die Sonne fliegt immer nach hinten und fliegt gleich wieder weg. Hin und weg. Schildgenerator. Geschütztoiden. Verbaudrohne. Nein, hier Baudrohnen. Kyushu. Auch reparieren, wenn es lange dauert. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent der Lust fliegt. Den sind es scheinbar nicht. Na komm. Schmeißt du mal die Triebwerke an. Ja, was ist das? 40? Was ist das? Jetzt tut sich noch nichts.
Schiff bewegt sich. Dann auch langsam, aber... Wieso sieht diese Kyosho eigentlich anders Kyosho. Aus? Als die... Ich finde meine eigene Version etwas cooler. Also mal abgesehen vom schwarz-roten Design. Okay, sehr, sehr langsam. Triebwerk. Aber egal, es bewegt sich. So, und wir gehen jetzt... Ich mach den schon ganz da oben. Wo bewegen wir uns jetzt mal hin? Was ist das hier? Okay, das ist einer der Hand. Können wir mal auf das Schiff gehen? Da war ich noch nie. Auf die Teuter. Erreiche System. Hab hier. Das ist jetzt ein Auftrag. Deutscher. Ich will es irgendwo hin. Scheinbar noch nicht, ne? Na gut, dann gucken wir mal nach. Unserem Zerstörer. Befindet sich aktuell in der Werft. Was ist mit ihm? Hat er schon alle Leutchen an Bord? Ja. So. Jetzt müssen wir mal die Leere angucken. Da gibt es immer noch I und K. Hier echt gefährlich. Das heißt, wir gehen gleich wieder auf Xenon-Jagd. Dann würde mich noch interessieren, was aktuell meine beiden Schlepper machen. Das ist natürlich auch mal etwas schneller unterwegs. Aber wo sind meine beiden Schlepper? Da ist einer. Aber der ist schon wieder fast kaputt. Na, das überlege ich mir noch, ob ich das so machen will mit Schleppern. Hat schon jetzt gute Schilde.
So, der ist leer. Dann, genau, bewegen wir uns jetzt mal da rein. Wobei, der scheint ja schon ein bisschen schneller zu sein. An- und abdocken, wenn man sich selber begleitet. Und dann soll der mal... Ja, das ist Quatsch. Teleportieren uns nochmal dahin. Erreiche System, Argon Prime. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ach, bist du immer noch am Abdocken. Das ist auf jeden Fall unsere Truppentransporter. Jetzt halt die Frage, ob wir das mit den Teller, die wir tatsächlich auch nochmal machen. Mit dem Konstruktionsschiff. Natürlich mal ein bisschen Geld rüberholen. Erwartete Betriebskosten, warum? Forschung oder warum? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was an Bord. Verstehe ich auch nicht. Konstruktionsbudget, da hätte das sein müssen. So, tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Du kannst doch nicht immer noch abdocken. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Sag mal, was ist denn dein Auftrag? Abdocken. Ah ja, genau. Da wollten wir einmal gucken. Die Teladi 22. Die Pioniere sind jetzt auf 10. Das heißt, ganze 6. Ganze 6. Hat mich das gekostet. Das heißt, wenn müsste ich wieder Paraniden oder Argonische Föderation. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Wie lange kann man denn bitte brauchen, um das Schiff von der Station zu entfernen? Weiß überhaupt jemand, was das mit dem Aquädukt auf sich hat? Ich nicht. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andock Erlaubnis. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Also wenn es so weitergeht, enthebe ich ihm des Kommandos.
Was mich noch interessieren würde. Nemesis Alpha. Das ist ja mein Standardschiff sonst immer gewesen. Das müsste die hier sein, ja. Könnte die auf diesem Schiff hier landen? Nee. Also tatsächlich nur S-Schiffe. Davon 41. Was wären denn beispielsweise denen hier? Nicht das Schiff, sondern das Schiff, die Station. Der kleinste Transporter ist der Frosch. Der hier. Drei Leute. Ist ja eigentlich auch Quatsch. Na gut, dann könnte ich immerhin 120 weitere Marines an Bord nehmen. Wenn ich 40 Stück von denen baue. Oder die Argonen. Was haben wir da? Einmal den Kurier. Der würde sogar noch jeweils einen mehr mitnehmen. Und den Callisto. Okay, der macht natürlich keinen Sinn, weil der nur zwei mitnimmt. Das muss ja nicht unbedingt ein Transporter sein. Zwei, zwei, eins, zwei, 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 drei. Okay. Könnte ich nur mal gucken, bei denen hier. Fünf. Zweihundert Marines. Ja, bitte Erlaubnis zum Undocken. Undock-Erlaubnis erteilt. Recht günstig. Auch bloß einen kleinen Antrieb. Vielleicht Steuerdüsen. Braucht eigentlich keine Schilde und keine Waffen. Also ...46 ist da das günstigste, 24 ist da das günstigste, 24, das wäre also das. Aber wenn der keine Waffen braucht... Hallo auch. Hallo. So. Das wäre quasi der kleinste Truppentransporter, den ich bauen könnte. Das ist Truppentransport. Speichern.
Das ist natürlich ätzend, die nachher alle wieder aufzufüllen, ne? Aber wenn man mal ein paar mehr braucht, hätte man die. Okay, wir können mal weiter gucken. Das waren 5 bei denen. Bei den Paraniden. Die Teladi. Hätten die Elster. 7. Scheinbar noch günstiger. Nicht günstiger werden, weil wir natürlich mehr Marines haben. Elster Truppen. Erbitte Erlaubnis Fort. Zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Speichern. Dorn hätten wir noch. Ja, Sturmflut. Glaube ich nicht, dass da großartig was ist. Der hier, aber der wird ja nicht. Ne, der hat nur 4. Der hat auch nur 4. Okay. Das waren die Sturmflut. Die werden das gleiche haben und die Split. Echse, ziemlich hässlich. 4. So, das müsste es gewesen sein. Da kann man nicht. Ah ne, wir haben noch die Brunnen. Der Schildkröte. Auch 4. Okay. Naja, das ist jetzt die hier, ne? Die Teladi. Und die Allianz. Was bietet die mir an? M. Nein, nein. Das heißt, wir kaufen bei denen. Wir können da ja schon mal 2 oder so kaufen. Elster. Elster Truppentransport. Hinzufügen. 14 könnte ich? Nein. 11. Zehn wären 70 Marines. Nein, nein, wir machen erstmal nur 2. Bestätigen das natürlich und dann haben wir die beiden da. Lackieren die natürlich auch immer um. Das hätte ich mal gleich beim Kauf mit übernehmen sollen.
Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. So, jetzt übernehmen wir aber mal das Kommando hier. Dann werden wir hier mal zuklappen hier. Und wir werden in die Leere fliegen. Mal versuchen hier den I-Platz zu machen. Dann brauche ich hier unbedingt auch nochmal einen Satelliten. Autopilot eingeschaltet. Auf geht's. Dass der schon wieder so einen Schaden genommen hat hier, ne? Der holt hier oben für die Station. Ist auch bald angekommen. Jetzt will ich doch mal gucken, Phil. 27.000. 27 Millionen. Kriege ich da nicht schon ein schönes Schiff? Was ist 11 Millionen oder 12 Millionen? Da braucht es natürlich 14 Millionen. Zerstörer auch nicht, dann ist nicht genauso teuer. Dann wäre das Geld weg und das Ding wäre nicht bewaffnet. Osaka, genauso teuer. Das Ding hätte ich natürlich auch gerne. Oder das Ding. Mobiles Bergbaubasisschiff. Was hat denn der Spaß? Okay. Mega teuer. Frage ist, braucht das Ding wirklich diese ganzen Dinge zum Schürfen da? Nee, oder? Erreiche System. Weiter Kontakt. Gibt es nicht. Das. Da würden wir dann aber auch gleich die Ausstattung nehmen.
20. 25. Und 10. Und dann ein paar Ressourcensonden mitnehmen. Und natürlich eine Crew. So, was hat das Ding mal eben? 70 Millionen. Gleich rein. Ach, guck mal da. Autopilot ausgeschaltet. Fordere umgehend Verstärkung an. PE. Dann helfen wir hier auch schon mal. Okay, das war zu spät zum Helfen. Manticore. Tatsächlich. Direkt mein Manticore da oben angegriffen. Doch gleich zerstört, so wie es aussieht. Aber ich kann ja jetzt ja nicht nur extra Korvetten oder was auch immer abstellen und verteidigen. Fordere umgehend Verstärkung an. Ich möchte nur, dass es vorbei ist. Ja, hätte ich mir die nicht kaufen brauchen, die Manticore. Ich kann nicht mal die Piloten einsammeln, weil das Schiff voll ist. M. SE. Na gut, das hat mich jetzt wieder 2,5 oder 3 Millionen gekostet. SE. Alles rein und fertig. Attacke. Erreiche System Leere. Fordere umgehend Verstärkung an. Jetzt müssen wir
sich drehen. Hinter mir ist ein K. Dort ist ein K. Das Ding müsste ich fast ändern. PEK Laboro. Aber das würde ich ja nicht verkaufen. K. Poro-Entern halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Mammut, Angreifer. Agon, das ist Terraner. Schildgenerator. K. Danke für Ihre Hilfe. Hier auch schon was zerstört. Fordere umgehend Verstärkung an. Fokussier dich jetzt auf mich, nicht mehr stehen. Jetzt will ich mal gucken, ob ich den jetzt übernehmen kann. Recht simpel. Ist jetzt wieder laut. Thank you.
lassen. Rakete im Anflug. Wir werden beschossen. Fertig. Verteidigungsdrohne. Wir leiden schwere Schäden. Hey. Ja, aber was bewegt sich denn da so? Ist nicht. Zu nah dran. Geschützturm. Seite. Geschützturm. Die Schäden sind beträchtlich. Kapsel gestartet. Unterwegs zum Ziel. Wachsam sein. Kapseln in Ruhe. Verteidigungsdrohne. Hier ist der Gruppenführer. Formation halten. Kann man nicht einstellen, Jäger? Zuerst nur Jäger angreifen. Ich doch eure Mammut zurück. Ich will das Ding ja gar nicht behalten.
Wir wurden getroffen. Hier ist der Gruppenführer. Behalten Sie die Scanner im Auge. Kontakt. Bereiten Hüllendurchbruch vor. Schön. Kontakt. Bereiten Hüllendurchbruch vor. Danke für Ihre Hilfe. Kontakt. Bereiten Hüllendurchbruch vor. Verstanden. Es bleiben aber wieder einige an der Höhe kleben, Kontakt, oder was? Bereiten Hüllendurchbruch vor. Verstanden. Das wäre doof. Ruhig bleiben. Aber dann geht's nicht weiter. Kontakt. Bereiten Hüllendurchbruch vor. Kontakt. Bereiten Hüllendurchbruch vor. Verstanden. Fordere umgehend Verstärkung. Kontakt. Bereiten Hüllendurchbruch vor. Folgen Sie diesem Kurs. Kontakt, bereiten Höhlendurchbruch vor. Verstanden. Mein Gott, brauchen die alle lange dahin. Ich lass dich auf. Alle so verteilt. Jetzt sind gleich alle da. Kontakt, bereiten Höhlendurchbruch vor. Verstanden. Fällt mir gerade ein. Ich wollte hier noch mal den Satellit aufstellen. Kontakt. Bereiten Höhlendurchbruch vor. Verstanden. Fordere umgehend Verstärkung an. Oh, Alter. Servicemannschaft wird ein Problem. Aber wo sind die Großkampfschiffe der Xenon hin? Zerstört worden? Mammut, Angreifer. Angreifer. Das werden Sie bereuen. Waren die vorher 16? Oder waren die 18? Ich weiß es gar nicht mehr. So, wo sind jetzt die ganzen Xenonen?
dem bin ich doch gekommen. Ja, eigentlich hier. Bei dem Mammut gucken wir einfach jetzt mal. Das ist quasi ein Experiment, ob man das Ding jetzt auch einfach wegfliegen lassen kann. Dann repariert es sich wenigstens auch. Ich brauche ein Update. Die Marines sind ja schon an Bord. Durchbruch steht bevor. Lagebericht. Vielleicht klappt's ja. Krüll. Der Sektor gehört uns, das ist schön. Wenn ich es verteidigen könnte, würde ich es halt auch gern hier machen. Ne? Sollte ich das auch einfach mal probieren. Obwohl, habe ich ausreichend Waffen? Ich glaube nicht. Keine Waffen, die stark genug sind. Das ist ja schon kaputt, ne? Ja. Ein bisschen Respekt habe ich auf jeden Fall vor den Dingen. Speichern tatsächlich nochmal, auch auf die Gefallen, wenn es mit dem Mammut jetzt alles Quatsch war, dass wir da Nachteile durch haben, aber mir geht es jetzt hier um dieses Schiff. Ich wieder nicht erkennen kann, wo vorne und wo hinten ist.
Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Findet der sich aber auch drin. Frage, welche Schilde früher versagen. Wieder. Das scheint ja nicht zu sein. Los, Bewegung! Sie können angreifen. Drin. Greifen Sie jetzt in den Kampf ein. Zurück. Hält schon mal deutlich mehr aus als ein K. Ich brauche nicht im Visier. Ich brauche ein Update. Setze Gefecht fort. Das ist super. Alle zurück. Gleich.
scheint nur geringe Risiken zu haben. Ich würde gerne durchkommen auf den anderen Antrieb, ne? Aber folgen so Sie wird mir. Es nix. Feuer eröffnen. Folgen Sie mir. Es läuft. Abbruch, zurück zu den Kapseln. Ich weiß auch gar nicht, wo das Mammut jetzt ist. Geschlossen. Das ist ja schön. Wo ist ein neues Mammut? Weiß man das? Später mal. Das Ding an euch verkaufen. 17 Millionen. Sehr einen Antrieb. Sehe ich aber nichts von. Das war dumm. Ich hätte die mal nicht mal erst berühren müssen. Mitverkauft. So, und jetzt geht's an die Substanz.
Kontrolle hin und wieder verstehen. Platzt das Schiff gleich. Aber war super easy, verstehe ich. Eigentlich ist das eine Bedrohung für mich. Jetzt gucken wir mal in der Leere. Gibt es hier noch Xenon-Probleme? Ja, hier unten. Ein Tor, wo die mal rauskommen. Ja, wir fliegen mal da hin. Autopilot eingeschaltet. Setzen da dann auch gleich nochmal einen Satelliten. Tja, dann brauchen wir neue Marines. Okay, das Ding. Wenn wir das verkaufen würden, wäre das wert. Hätten wir 58. Reparieren. Das ist auch noch 2 Millionen. Nur noch. Macht mal. Repariert mal. Dann das hat ja noch die falschen Waffen hier, ne? Zielverfolgung muss weg. Das muss getauscht werden gegen Strahlenenergie. Bolzen können, glaube ich, bleiben. Das tauschen wir gegen Schrot. Und die Bolzen können bleiben. Beziehungsweise, ne, die tauschen wir auch nochmal gegen. Gegen Strahlen. Und davon mal abgesehen, brauchen wir das hier alles nicht.
Kriege ich sogar nochmal 4 Millionen. Also einmal die Reparatur, dann nochmal das gegen Strahlenenergie, das gegen Bolzen, also Bolzen bleiben, Zielverfolgung gegen Schrot und das, kommt das bleibt mit Bolzen. Das ist soweit alles okay, genau, dann wollte ich hier das alles verkaufen. Das sind nämlich richtig viele. Und das sind auch richtig teure Sachen. Ja. So machen wir das. Danke für Ihre Hilfe. Jetzt 5, auch nur 600.000. Genau wie ein K. Wäre vielleicht auch mehr wert gewesen. Autopilot eingeschaltet. Mammut, wenn ich da auch erst die Sachen einzeln verkauft hätte. Könnte ich mir vorstellen. Okay, hier haben wir tatsächlich nur einen einzigen Rufpunkt verloren. Oh, das, haben wir überhaupt einen verloren? Weiß ich gar nicht. Autopilot eingeschaltet. Warum denn so langsam? Naja. Soll er machen, oder kommt ein K. So, wie sieht es hier bei den Stationen aus? Hier muss noch was gebaut werden. Und dafür brauchen wir noch Rohstoffe. Wie sieht's aus? Verteidigungsmodule. Also noch keine Waffen drauf. Und ich kann keine großen. Ich habe keine L. Merkwürdig. Das hätte ich mal gleich mit einplanen sollen. Das würde man das nicht nachträglich machen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich schon sowas machen konnte. Das Ding hat schon. Ja, das Ding hat. Das hat schon gebaut werden.
Gegen die Kark ist das ja schon mal nicht schlecht. Schilde nicht erwischt oder was? Ist irgendwie wenig spannend. Keine Ahnung, ob ich da jetzt einen übersehen habe. Gut. Lassen wir das erstmal so. Richtig viel Geld. 10 Millionen kostet das. Autopilot ausgeschaltet. Na gut. Lassen wir da dann erstmal so. Wie sieht es denn hier aus? Bauplanen. Da fehlt uns. Ne, fehlt kein Geld. Hier ist ja noch ein Piosho von den Pionieren. Und dann geht's rüber zum Car. Car. Machen wir das auch noch schnell. Und dann sind wir eigentlich erstmal wieder durch. Und auch schon wieder fast 1,5 Stunden. Müssen wir echt überlegen, ob wir irgendwie mal Verteidigungsstationen oder so dahin bauen. Momentan, wenn ich so den Kontostand sehe, bin nachher bei knapp 26 Millionen. Ja, würde ich schon gerne wieder ein Schiff kaufen, ne? Aber die Frage, was? Meinen würde ich ja tatsächlich genommen bei den Excel-Miner. Aber der kostet halt auch mal eben 70 Millionen, ne? Eigentlich hätte ich gerne zwei. Einen für
nur Mineralien und einen nur für Gas. Also wie ich ihn jetzt ausgestattet habe, ist das halt so ein Twitter-Ding, kann beides. Aber ich weiß nicht, ob das beides besonders gut ist. Jetzt muss ich das einmal speichern, gerade jetzt auch, wo ich die ganzen Geschütze und so installiert habe. So. Laporo K. Dann stoppen wir so Quatsch. Das kleinere Großkampfschiff wahrscheinlich gleich wieder zum größeren Problem. Aber nur weil es agiler ist. Hier fliegt eine Fliege. Forschung betreiben und dann die Waffenschilder anführen, was auch immer anpassen. Für die Forschung.
gebt ihr mir noch die Belohnung oder bin ich wieder zu weit weg gewesen von irgendwelchen Stationen? Danke. M. F. E. M. Jetzt kommt auf den Sprung. Wir werden sich wünschen, dass Sie das nicht getan hätten. Sie sind natürlich wieder mehr hinter mir vertreten. Fordere umgehend Verstärkung an. Na, ich glaube, hier bleiben wir mal eine Weile stehen. Nach außen, dann ist es ein bisschen leiser. Eigentlich müssen wir mal aufstehen. Können wir dem Schiff ja eigentlich sagen, patrouilliere hier mal. In die Leere. Sind. Das ist natürlich blöd. Können wir uns ja eigentlich einmal zu dem Tor drehen, falls da wieder was Großes rauskommt. Kann eigentlich was Großes rauskommen, ja, ne? Ja. Das ist die letzte Grenze. Auch nicht. Danke für Ihre Hilfe. So, jetzt stehen wir da und warten auf gegnerische Schiffe. Das sind halt nochmal 600.000, ne? Wir sind schon bei 27,5. Mit dem hier wären wir schon bei 28. Ja, wie gesagt, das Schiff hier ist viel zu teuer erstmal. Mittlerweile nochmal wieder teurer geworden. 71,7. Sie haben es so gewollt. Gibt es vergleichbare Schiffe woanders? Hier zum Beispiel? Ne. Sie müssen größere Geschütze auffahren, um mich aufzuhalten. Nö. Sie machen
Aber mal angenommen. Ich habe halt vergessen. 38. Eine Vollausstattung, das teuerste, was geht. Ich werde dich umprogrammieren. Das überlege ich mir noch. Verbrauchsgüter. Warum hat er irgendwo Raketen? Naja, gut, ist wahrscheinlich, ne? Also die werden ja wahrscheinlich darüber abgefeuert. Ob ich überhaupt ein Schiff haben will, ne? Hundert. Naja. So, was werden wir jetzt tun? Wir werden dieses Video beenden. Und zwar freuen wir uns auf jeden Fall darüber. Wir haben einmal einen Sektor eingenommen. Das ist der erste unserer Art sozusagen. Ich hätte natürlich sehr, sehr gerne auch die Linie gehabt, aber ich glaube, dafür muss dann dieses Ding hier weg. Oder ich muss die höhere Anzahl an Administrationszentren haben, das kann auch sein. Aber das ist halt trotzdem teuer, ne? Also ich könnte beispielsweise, das kann ich nochmal machen, bevor ich es vergesse, hier den Bau planen. Und könnte hier nochmal ein ein Admin-Center dran bauen. So. Besser da. Und dann vielleicht nochmal Verteidigungsbrücken. Ding Ausrüstung bearbeiten und dann eigentlich gleich die rein. So. Und dann kopieren. Damit ran. Aber ich würde eigentlich an beiden Stellen das gerne gedreht haben. Das sieht halt noch komisch aus an den Verbindungsstücken. Konstruktionsschiff. Guck mal, da haben wir doch das eigene. Kann ich hier nicht noch mehr Atmenzentren ranbauen? Ja, kann ich. Zählt das dann auch schon?
Technologie mehr Admin-Zentren? Auf jeden Fall kostet mich das über 5 Millionen. Das machen wir aber mal. Genau, dann wird nämlich direkt was losgeschickt. Energiezellen. Okay, der Rest ist natürlich wieder Mist. Wobei ein Teil davon selbst produziert wird. Also alles gut. So, dann haben wir zumindest auch schon eine Aufgabe für unser Konstruktionsschiff. So, auch gut. Okay. Das heißt, wir versuchen einen zweiten Sektor nebenan mit zu übernehmen. Und ja. Was ist das jetzt wieder für eine Mission gewesen? Keine Ahnung. Und dann werden wir unsere Basen weiter ausbauen. Und wir werden unsere Schiffe antreiben. Das heißt, wir werden uns Schiffe holen, die quasi entweder uns Rohstoffe bringen, Sammler beispielsweise, oder Frachtschiffe. Jo. Das werden wir tun. Gegebenenfalls werden wir auch noch weitere Schiffe kapern. Aber da würde ich mich dann genau auf die hier, auf die Schiffe vom Pakt konzentrieren. Das sehen wir aber dann. Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie immer, was ihr von dem Spiel haltet oder ja, was ihr so für Tipps und Tricks habt. Beispielsweise auch, welche Waffen sollte ich verwenden? Also welche Waffenmodule muss ich mir kaufen, um sie installieren zu können, um die Xenon möglichst effektiv quasi an den Toren gleich zu bekämpfen, wenn ich da eine Station aufbaue. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Und ja, dann würde ich erst mal wieder sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.